Ich musste in der höheren Handelsschule ein Referat über Karl Marx halten. Unter den Mitschülern waren einige Unternehmerkinder und Arbeitgeberkinder und sie verwickelten mich in ein Streitgespräch. Doch ich bin maßlos enttäuscht, was diese Personen über den Umgang mit Arbeitnehmern und dem Staat dachten und welchen politischen Meinungen sie hatten. Es ging um die Finanzierung des Staates und die soziale Marktwirtschaft und das Verhältnis der Arbeitgeber zu den Arbeitnehmern. Ich musste erfahren, dass diese Kinder und deren Eltern wahrscheinlich die Arbeitgeber sind, eine Gewalt ausüben, eine Gewalt über die Arbeitnehmer und eine Erpressung über den Staat. Und das kann man mit Gewaltherrschaft gleichsetzen. Ich könnte in Detail gehen, aber welche Argumente sie hatten, das war zu dumm. Sie glauben nämlich an das Recht des Stärkeren und sie wollen die Arbeiter in den Hungertod schicken, wenn sie nicht arbeiten, wenn sie nicht gehorchen. Aber dank des Sozialsystems ist das nicht mehr möglich. Doch sie hätten das gerne wieder und damit hätten sie gerne das Sozialsystem abgeschafft, weil es ein Gewaltmittel gegenüber den Arbeitern wäre, wenn man das abschafft. Sie haben zum Teil Ansichten, als es noch nur Herrschaften gab, auch Feudalherrschaften. Und sie wären auch gerne noch die Herrschaften über alle Arbeitnehmer, am liebsten wie Leibeigene. Den Staat und die Arbeitnehmerrechte würden sie am liebsten wieder abschaffen. Alle Errungenschaften der Sozialisten, wie Rente und andere Dinge, würden sie rückgängig machen wollen. Sie sind konservativ und sie glauben, eine Herrschaftselite würde dann alles regeln. Aber wie ich erfahren musste, werden sie nach Gutsherrenart herrschen wollen über die Bevölkerung. Sie lehnen den Staat und deren Finanzierung ab. Und jeder soll in ihren Diensten dienen für sie. Diese Ansichten haben mir ihre Radikalität offenbart. Sie lehnen auch das Grundgesetz ab und andere Gesetze lehnen sie auch ab. Sie propagieren eine Monarchie oder eine Gesellschaftsordnung nach dem stärkeren Personen und nach Geldeliten. Die Macht soll im Land nur die herrschende Klasse haben. Sie glauben, also die Oberschicht, sie glauben an die Worte Hitlers sogar. Ich fiel vom Glauben ab. Sie sagten, ein Land, ein Volk, ein Führer. Ich finde das sehr gruselig und bedenklich, wenn auch noch die schulische Ausbildung diesen Herrschaftseliten untergeordnet wird. Aber sie sagt mir, die konservativen Mächte und Kräfte werden sich alles wiederholen, was man ihnen genommen hat, das Sozial an Macht genommen hat. Doch soziale Gerechtigkeit wollen sie nicht kennen. Ich bin froh, dass es noch anders im Land aussieht als das, was einige dieser konservativen Arbeitgeberkinder für eine Meinung vertreten.